So, meine Lieben, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kommt die Vorstellung von den Oblako-Köpfen. Ich werde jetzt dann gleich in die Detailansicht switchen, aber davor noch ein paar Worte. Ich wollte eigentlich heute das alles schon mal Video drehen, bloß ich schaff's nicht, weil ich will das unbedingt mit Marco drehen, weil wir Odison und den russischen Tabak vorstellen möchten. Das werden wir jetzt erst einmal verschieben. Weil ich möchte nämlich, dass das Video auch geil wird, und ich habe mir jetzt einfach gedacht, weil das wird dann nämlich auch so geil, das mache ich schnell jetzt einfach dieses Oblako-Funnel-Video und danach werde ich die Alchemal packen und mache außen mal einen geilen Hooker-Porn. Schauen wir mal, was draus wird. Location gebe ich jetzt noch nicht preis, werde ich mal schauen. Ich werde selber noch ein bisschen rumschauen, wo ich die abfilmen werde. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal in die Detailansicht switchen. So, meine Lieben, jetzt hat absolut in der Detailansicht angekommen. Seht ihr vor mir jetzt hat einmal den Oblako Funnel S. Das ist der Glazed Quicksilver. Ich finde die Farbe ziemlich nice. Der Kopf kostet 24,90, genauso wie auch die M-Version. Da unten schön das Emblem rein, jetzt fokussiert es wieder nicht. Ja, Mann. Okay, schönes dickes Loch. Hier haben wir so schöne Schlitze drin, dass der Durchzug verbessert wird, dass die Alufolie sich nicht oben ansaugt. Finde ich ziemlich gut und mittlerweile auch schon gar nicht mehr wegzudenken. Ja, beim Oblako Funnel M sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da hat man jetzt ja keine Schlitze, aber dann baut man ja bloß bis zum Funnel-Loch-Rand. Ich baue den jetzt mittlerweile ein bisschen schräger, dass der wie ein bisschen schräg hochgeht. Kann ich euch dann noch zeigen. Ich werde dann die zwei Köpfe noch bauen. So auch die Farbe, und hier ist ein bisschen was abgeplatzt, weil mir schon mal runtergefallen ist, aber ist nicht allzu tragisch. Ja, vom Prinzip her und von der Ausdauer her und sowas sind die Funnelköpfe auf jeden Fall zu empfehlen, vor allem für 25 Euro kann man nicht viel falsch machen, sind ziemlich hochwertige Köpfe auf jeden Fall, machen sehr viel Spaß mit denen zu rauchen. Ich rauche den M zum Beispiel sehr sehr gerne für Virginia, und da nehme ich halt dann meistens den Somo Black oder Tangiers, Kismet, Odison und so weiter und so fort, aber es läuft auch Virginia. Wer mal ein Stündchen schnell rauchen möchte, kann da ohne weiteres Somo Virginia auf jeden Fall rauchen. Andere Virginia habe ich hier noch nicht ausprobiert, da bin ich ein bisschen vorsichtig, deswegen habe ich mir den M noch geholt. Endfazit eigentlich von den zwei Köpfen, finde ich ziemlich geil. Hier finde ich ein bisschen die Farbe nachteilig angebracht. Sorry Leute, hier finde ich ein bisschen nachteilig angebracht, da die Molasse da schon ein bisschen durchdringt und es ist halt nicht mehr so schön. Ja, aber hier, ich finde die Farbe ist sehr gelungen, finde ich ziemlich nice, sieht ziemlich gut aus, verfärbt sich oben auch nicht, lässt sich ziemlich gut sauber machen, also auf jeden Fall finde ich die zwei Köpfe ziemlich nice. Das war es eigentlich jetzt schon wieder. Jetzt switchen wir mal wieder in die normale Ansicht. Jetzt habe ich mir einfach mal gedacht, ich chill mich jetzt halt einfach mal aufs Sofa. Das ist dann doch ein bisschen angenehmer. Ja, im Ganzen sind es eigentlich echt zwei solide, gute und vor allem auch preisgünstige Funnels, die vor allem so hochwertig, vor allem vom Ausland kommen, habe ich jetzt bisher noch nicht so oft gesehen. Vor allem für 25 Euro kann man sich da auf jeden Fall mal eingönnen. Ich finde die Qualität sehr gut, preislich finde ich sie auch in Ordnung, muss ich sagen. Also ich habe auch den VDK Funnel daheim, der kostet glaube ich auch 20, 25 Euro. Alles klar, danke. Du magst einen 31er zu mir? Ding sprüht mich einfach voll, ey. Weißt du, das stinkt voll nach Strong Orange, ne? Aber richtig brutal. Ja, dann würde ich jetzt halt einfach einmal sagen, ich werde jetzt einfach mal die Köpfchen bauen. Das werde ich jetzt halt hier machen. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder rüber zu gehen und wieder alles rumzustellen. Mache ich euch ein bisschen jetzt halt wieder in Detailaufnahme. Ich werde euch mal ganz gemütlich zeigen, wie ich die Köpfe baue. Ich rauche das Ganze mit einem Oblako-Funnel.
Immer mit dem Flamesmoke, kann ich sehr gut empfehlen. Der Flamesmoke ist auch nicht so teuer als Aufsatz, der kostet 35 Euro, glaube ich, in den Drehraum. Auf der Messe ist er auf jeden Fall günstiger, denke ich einmal. Ich hoffe auf jeden Fall, weil ich möchte mir auch noch einen zweiten holen und noch einen neuen Shisha-Ofen, weil meiner schon ziemlich broken ist, ja. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir switchen wieder in die Detailansicht und wir werden jetzt ein Köpfchen bauen. So, meine Lieben, wieder zurück in der Detailansicht beim Kopfbau. Ich nehme jetzt erst einmal den Oblaco Funnel S vor, weil der ist schneller gebaut. Ich werde jetzt halt einfach darin einmal den Somo Strong Red bauen. Ihr seht es hier, hoffentlich fokussiert. Ja, ich glaube schon. Das Döschen auch. Oh, das ist auch eine, das ist, oh, also ich liebe den einfach, den Tabak. Also ich mag es immer so, dass ich in der Mitte einfach irgendwas reinstecke. Dann nehme ich die Gabel und hole mir was vom Tabak raus. Es tut mir ein bisschen leid wegen der Belichtung, aber ich kann es leider nicht ändern. Meine Lampe oben hat es geschossen. Und ich muss mir jetzt halt erstmal eine neue kaufen. Aber die ist leider noch nicht da. Ich streiche den Tabak einfach so rein, ihr seht es ganz normal. Ich mache jetzt einfach mal schnell Zeitraffer, ja. Dass es für euch nicht so lange dauert. So, jetzt bin ich fertig. Ich habe jetzt den Kopfbau gebaut. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ich nehme dann meistens noch die Handfläche dazu und presse den noch ein bisschen so rein, dass der schön eben ist und dass da nichts mehr übersteht und so weiter, dass halt einfach schön aussieht. Gerade ist Fokussierung ein wenig komisch. Ist irgendwie echt komisch gerade. Also ist, glaube ich, echt komisch. Ich glaube, das fokussiert gerade gar nicht, oder? Doch, oder nicht? Habe ich manuell Fokus dann? Ne, habe ich nicht. Okay, sorry Leute nochmal. Auf jeden Fall, ja, so habe ich den gebaut. Ich kann mal vielleicht noch die Belichtung ein bisschen drehen, dass man es vielleicht doch ein bisschen besser sieht. Eieieiei. Okay Leute, sorry, kann ich krieg's leider nicht hin. Auf jeden Fall habe ich den so gebaut und so läuft er eigentlich bei mir immer sehr, sehr nice, immer schön locker flockig. Und deshalb kommen wir einfach mal gleich zu den Oblaco Funnel M. Ich habe jetzt mal abgemessen, je nachdem wie ich ihn jetzt presse, den esse, kommen so zwischen, ja, so gute 15 Gramm kommen da immer rein. Ich habe jetzt halt hierzu für den Oblaco Funnel S rauche ich extrem saugern. Nameless, den Sunny Chai. Das ist eine extrem geile Sorte. Also wenn ihr mal auf so Zitronen-Schwarztee-Noten steht, gönnt euch auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, kann ich ihn auch noch vorstellen. Vielleicht werde ich es sogar noch machen, ich weiß nicht. Ich habe es jetzt eigentlich nicht so vorgehabt, aber ich habe ja so viele Sorten da, ich kann ja eh alles vorstellen eigentlich. Ne? So, ich werde jetzt hier mal ganz kurz mal aufräumen, weil das ist echt bei mir gerade ein bisschen schlimm hier. Da habe ich einfach den Tabak, naja, also der frisst schon ganz schön Tabak, ne, der Funnel M, also da komme ich schon fast bestimmt, den habe ich jetzt leider noch nicht gemessen, aber ich denke mal gute 20, 25 Gramm kannst du da locker reindrücken, also der saugt Tabak auf. Das ist eine echte Saugmaschine, aber dafür kann man entspannt rauchen, lang rauchen und ich finde ihn auch top. Aber wenn ich jetzt alleine rauche, benutze ich eigentlich echt nur den Funnel S. Also wenn mehrere da sind, packe ich dann nur den Funnel M aus. Da müssen wir keine 100 Köpfe bauen. So, so sieht es jetzt halt. Lull. Zauberei. So sieht es jetzt im Ganzen aus bei mir hier. Ich habe jetzt halt schön hochgebaut, schön locker flockig gebaut und so läuft er echt top. Also ihr werdet jetzt dann noch sehen, ich lasse natürlich dann so nicht, aber dass ihr ungefähr mal wisst, wie man locker flockig jetzt halt einmal in den Funnel reinpasst,
Also es passt schon einiges auf jeden Fall rein. Wie gesagt, ich habe es leider nicht ausgemessen, aber ich schätze, so 20 bis 30 Gramm passen locker rein. Ist mir aber relativ wurscht, ich schaue da eh nicht drauf. Also auf wen es mal interessiert, schreibt es in die Kommentare und schreibe es mal zurück in die Kommentare, dann habt das mal drin und ich schreibe es unten in die Beschreibung rein. Kann ich auch mal machen, weil ich habe jetzt gerade keine Waage da. Auf jeden Fall nehme ich da auch die Handfläche und presse dann einfach an. Schön anpressen, den Tabak schön komprimieren, aber nicht zu arg, dass er auch noch schön atmen kann. Also man sollte das schon noch ein wenig mit Vorsicht genießen. Nameless ist ein ziemlich hitzestabiler Tabak. Aber wisst ihr was, Leute? Ich stelle jetzt halt einfach im Nachhinein den Nameless vor. Nameless Sunny Chai. Das wird jetzt der Kopf. Ich werde den jetzt mal ballern. Ich sag euch von vorne weg, das ist die absolute Nebelmaschine. Die absolute Nebelmaschine. Nameless ist echt krank. Also top. Dann machen wir das jetzt so. Nameless Sunny Chai im Oblaco Funnel M, das sind die zwei Köpfe. Ihr seht sie hier von der Breite und sowas sind sie fast identisch. Also der Oblaco Funnel M, der ist ein bisschen breiter, aber der Flame Smoke passt perfekt auf den S sowie auch auf den M. Also top eigentlich. Ich rauche den Flame Smoke, weil da mich auch schon sehr viele gefragt haben, kann ich auch mal ein Video alleine drüber machen, dass ich den in Ruhe erklären kann. Aber ich rauche den immer mit 226er Black Kokoskohlen. Und das war es jetzt. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir switchen jetzt halt in das Rauchgefühl und die Rauchentwicklung und so weiter, weil jetzt stelle ich nämlich den Nameless vor. Haut rein. Peace.